So, wir kommen zurück zu 2-2 und wir sind immer noch in dieser verdammten... diese verdammten Dinge unterwegs. Aua. Okay, das war immer, ist immer noch nicht richtig so. Wie gern ich das Ding loswerden würde. Naja, so geht's auch. Leider kann ich sie nur zum Anhalten bringen, oder? Ja, das sollte ich mal machen, bei den anderen beiden am besten auch, sie zum Anhalten bringen. Und langsam werden sie doch ein wenig nervig. Beide fangen sie aber wieder an zu schwingen. Ja. Nee, nee. Also das Schmiedegelände hier gefällt mir jetzt mal so gar nicht. Fand ich das Eisgebiet vorher in demselben Level hier einiges angenehmer. Und nun müssen wir wieder zurück und einfach sterben und am Checkpoint wieder auferstehen. So. Genau, danke. Und ich denke, das ist immer noch nicht ganz richtig mit dem Lava-Zeug da oben. So, genau, bleib da oben, da bist du nicht im Weg. Na, schön wär's gewesen. Ich sehe schon, ich verliere gleich wieder auch wegen Unfähigkeit meine Diebin. So, das mal weg. So. Und so. Nein. Müssten wir theoretisch, wenn wir wieder so hochkommen dürften, können wir den da wenigstens. So, ausschalten. Müssen wir nur noch auf den anderen acht geben. So. An der Lava sind wir schon mal vorbei. Und da hinten ist der nächste Checkpoint. Und hops. Und speichern. Ah. Hebelchen benutzen. Dickes Eis. Mein Hammer bringt hier nichts. So, das bringt aber was.
Und zwar erstmal, dass wir hier an die Sachen rankommen. Ein Sammlergedicht. Der Sommer ist weg mit all seinem Bann. Die süßen Blumen, der Sonne Segen, Blätter und Gras und dann warmer Regen. Und nun der Winter kommt schnell heran. Bald legt sich der Wind des Herbstes nieder. Die Tage werden dunkel und kälter wieder. Jeder Tag trüber und die Zeit wird müder. Aber Frühling ist in der Erd und kommet wieder. Das ist Isabels Lied. Ah ja. Ich habe so das Gefühl, dass sie von ihrer eigenen Schwester eingesperrt wurde. Die Ärmste. Und dass sie dadurch wahnsinnig geworden ist. Damit dürfte ich das bewegen können. So. Gut. Dann muss das hier rüber. Hier dran gepflanzt werden, auch wenn es jetzt gerade irgendwie komisch aussah. Jetzt müsste eigentlich theoretisch die Lava dahin fließen und das Eis schmelzen. Genau. So, damit wir nicht die ganze Zeit die Lava da im Weg haben. Ist mal bitte weg. Dankeschön. Wow. Und wir sind wieder draußen im Winter. Paradies. Was ich schön finde. Und ich lasse mich bestimmt nicht von dieser Erfahrung da ärgern. Die kommt mit. So. Gut. Oh, und hier steht mal wieder was geschrieben. Liebe Isabel, es ist für uns beide das Beste, wenn du für eine Weile hier bleibst. Ich beabsichtige, Königin zu sein. Ich kann das viel besser als du. Versuch nicht zu fliehen. Du wirst während deines Aufenthaltes hier gut versorgt werden. Rosebud. Als die Helden den Brief lasen, verstanden sie plötzlich das Schicksal des Königreichs. Rosabelle hatte Isabels Platz als Kronprinzessin eingenommen. Aber etwas ist falsch gelaufen und ihr Königreich endete in Ruinen und unter der Herrschaft der Kobolde. Diese Zauberin, sie wird mit dem Ende meines Schwertes Bekanntschaft machen, wenn sie es wagt, sich noch einmal zu zeigen. Wenn ich hier runtergehe. So. Kiste macht schwerer. Okay, also ist Rosabelle die Böse. Isabelle ist die Gute und wir sind auf einem Mammutfriedhof gelandet. Ich kapiere mal noch nicht genau, wie das mit dem Elektromagneten funktionieren soll. Moment, ich habe da eine Idee. Ah ja. So habe ich die Kiste mal kurzzeitig magnetisch gekriegt. Aber. Das war nicht so gut. Du bleibst, wo du bist. Nein. Wo ist
Save Point? Wo ist der Save Point? Hier ist kein Save Point. Ah. Genau, der da tot. Der tot. Den will ich auch töten. Und einfach wegrennen. Diese vereiste Abhang wird unser Tod sein. So. Endlich wieder Ruhe im Karton. Eisklumpen. Kann ich dich hier festkeilen? Nein, kann ich nicht. Dann brauche ich dich hier oben noch. Nein, nicht weg. Mist. Jetzt komme ich nicht mehr an das da oben ran. Na, schade. Das sieht aus wie Bossfight. Ja. Das ist Bossfight. Das ist mein Freund, der haut drauf Schläge, aber diesmal in Eisform. Ich bin um den Haufen rennen. Stirb einfach lieber, so genau. Und wieder ein Level Up. 3 Punkte, die bewahre ich mir jetzt mal auf. Kann ich eh nichts Tolles kaufen mit gerade. Ich warte auf die vierten Punkte. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, ich muss hier auf die Spuckpflanze drauf, aber die lässt mich nicht. Komm, ich werde das wohl noch hinkriegen. Weißt du was? Das ist mir zu doof. Genau so ist mir das lieber. Der Pfad ist hier zu Ende. Und es ist ein langer Weg nach unten. Wie soll ich denn kommen? Hilf mir, kleiner Baum. Lass deine Zweige lang und stark werden, damit ich weiterkomme. Isabel? Sie hat den Baum wachsen lassen. Wie mit Magie. Das war Magie, würde ich sagen. Und ja. Die Helden hatten herausgefunden, dass Isabel in der Tat Rosabels Schwester war. Die Reise zurück zu Rosabels Haus führte das Trio an der Seite eines Berges herunter und durch gefährliche Spukwälder. Dann kamen sie schneller voran. Es schien, als würde der ganze Wald lebendig werden und ihnen helfen, sicher hindurchzukommen. In der Hoffnung, Rosabel überraschen zu können, steigen sie über den versteinerten Baum zu einem Balkon. Und ja, das Bild sieht ziemlich traurig aus. Das ist Isabel an einen Baum gekettet. Also das hat Rosabel mit ihr angestellt. Manchmal können Frauen Stürmen auch zickig... Stürmen wir das Versteck! Manchmal können Frauen auch zickig sein.
Aber gut, wir sind jetzt wieder beim versteinerten Baumhaus. Und ich würde sagen, da dies das letzte Kapitel ist, mache ich vorher nochmal einen Cut. Bis dann.